So, und da sind wir wieder bei GTA 5. Und wir müssen hier runter. Alter, das war ja schlau. Trevor, you want to see that warehouse? Come on. Wo ist denn der? Ah, steig in den Laster. Okay. It's on the other side of Port City. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. I don't know. Rules apply to me my whole life. I like rules. And look at you. You're a failure. You're in a loveless relationship. What do you mean? Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. You know I'm insecure. You've got a dead-end job. What? Dead-end? Oh. Sir! No! Floyd! It's dead-end. Being a unionized longshoreman's one of the best-paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. I'm saving you from yourself. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine. A spillage shouldn't take this long to contain. There must be a lot of it. Good. Keep him busy while we get to work. Hey, 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 hey. You can't come through here. It's restricted access. No entiendo. No understandio. Huh? Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop. Where the fuck do you think you're going? Back out. Looks the guy confused. The guy don't speak English. Must have misread the manifesto. He said no here. Oh, Trevor. Sorry, you're gonna have to go it alone. Oh, Trevor. Ich brauch den. Trevor, these photos. You've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. Only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Das kann ja noch spannend werden. Ich würde gerne mal eine Granate werfen gerade. Ups. Oh. Ich habe mich verfahren. So, jetzt. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Ach du Scheiße. Okay, hier müssen wir lang. Ein Moment. Wir können ihn noch rauswerfen? Also fallen lassen? Ich hätte gerade mal Bock, das zu machen, auch wenn es mir nur Ärger einbringt, aber trotzdem. Yes.
Es macht einfach Spaß. So, jetzt müssen wir doch da lang. Oh, fahr. Sorry, das musste jetzt sein. Tut mir ein bisschen leid, war. Naja. Egal. So, hier runter. Und hier findet uns eh keiner. Hoffe ich mal. Lol. Hä? Okay. Moment. Lass uns mal hier durchfahren. Ja, die kommen jetzt auch noch hier runtergefahren. Ja, super geil. Oh. Scheiße. Warte mal. So ein Kack. Nein, ihr schießt mich nicht ab. Fuck, ey. Alter, bleib halt stehen. Jetzt fehlt alles, ey. Nur weil ich mich wieder nicht im Zaum halten konnte. Verdammte Scheiße. Jetzt komm, ne? Die Mission failed. Ohne Spaß, die failed. Nur weil ich so einen Scheiß machen musste. So, weg hier, weg. Sind nur 3 Sterne, die kriegen wir los. Das ist alles kein Problem. So. Und wieder mal läuft alles aus dem Ruder. So, und wir haben eine Polizei, du bist doch nett. So. Na also. Wenn du kein Visual hast, dann ist mir das ganz recht. Nö. Oh nö. Wo kommt der her? Scheiße. Komm hier lang. Schiene? Gute Idee? Naja, nee, da kommt ein Hubschrauber. Scheiße. Der Hubschrauber hat uns im Blick. Oder? Könnten wir bitte das Polizeiauto wieder aufrichten? Hallo. Dankeschön. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die können uns doch nicht. Also. Raff ich nicht. Jetzt kommen wir in eine Polizeiverfolgung 25 Minuten lang. Alter, wo komme ich denn hier lang? Boah. Alter, serious. So. Jetzt. Jetzt die Fresse. Du hältst auch die Fresse. Matsch. So. Komm schon, ihr seht mich nicht. Hä? Hä? Dein Ernst? Sein Ernst. Wie mich das ankotzt. Oh, und da kommt der Hubschrauber wieder. Oh, nee. Das kann ich doch jetzt nicht. Kann ich doch jetzt nicht bringen. Ich kann euch jetzt nicht eine Verfolgungsjagd machen. Weil ich so dämlich war. Und gedachte, dass das Ding anzuschießen ist eine gute Idee. Oh. Oh, warte mal, hier lang. Super Idee. Boah, und das Auto lässt sich also übelst schwer fahren.
Aber hier lang vielleicht. Das könnte was werden. Jetzt. Leckt mich. So, weg. Hier muss ich doch sicher sein. Hier muss ich doch sicher sein. Kommt jetzt. Haut ab. Der sieht mich nicht. Der sieht mich! Weißt du was? Nein, habt ihr nicht. Boah. Fick dich. Jetzt ist der Heli über uns. Es muss doch möglich sein, mit 3 Sternen zu entkommen. Ist doch jetzt nicht wahr? So mache ich in GTA Online tagtäglich. Ist der Heli da? Dieser Kack-Heli. Habe ich nicht eine Bazooka oder sowas dabei? Mich im Heli den Rest geben kann? Komm, hier lang. Ist doch scheißegal jetzt. Weißt du was? Ich starte die Mission neu. Komm, geh noch hoch. Mit der Polizistin ist es noch stirbt. Oh. Okay. Ich werde die Mission beenden. Nee, ich mache nicht die Folge. Nee. Ihr wollt es ja immer noch sehen. Ich hätte ja gleich machen können, aber erstmal strecken. Ja? So. Slate nicht mehr, so. Nehmen wir gleich hier so ein kleines, schickes Auto. Nicht so ein Riesentransporter. Mit Alarmanlage. Das war ich nicht. Trevor, diese Fotos. Du hast wirklich auf etwas gestumbled. Das Schiff, Meriwether. Ja, ich weiß. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. The way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. So, das haben wir ja schon mal gehört. Es war ja ganz spannend auch. Jetzt möchte ich eigentlich gerne eventuell. Sag mal, ist da was kaputt gegangen? Aber ich meine jetzt nicht im Spiel, sondern auf meinem Desktop. Scheint so. Krass. Müssen hier lang. Boah, das Ding ist ja mega langsam. Das Ding ist so langsam. Ohne Spaß. Okay. Fahren wir hier lang. Vielleicht haben wir ja ein bisschen gute Musik mal. Ja. Oh yeah. So, bisschen leise Musik kann ich ja im Hintergrund anhaben, habe ich ja schon mal gesagt. Ich darf es halt noch nicht so laut haben, weil, ja, YouTube, geh mal, ihr wisst Bescheid. So. Boah, das Ding ist so langsam. Aber dafür hält es nichts auf eigentlich. Okay. Nö, das kann ich ja auch hier. Aus dem Weg. Okay, wir sind aber gleich da. Gott sei Dank.
Ich. Stadtverkehr, ne? Schlimm ist das. So. Oh Gott, oh Gott. Ausweichen. Ah! Das war ich nicht, sorry. Ich bin eine gute Versicherung. Meine Faust ist meine Versicherung. So. Hier lang, hier lang, hier. Tut, tut. Wow. Alter. Oh, noch 500 Meter. Und hier durch. Hier durch, hier lang. Und dann sind wir da. Gleich. Okay. Klar. Kurz vorher muss man sich nochmal drehen. Ich dachte, ich habe da einen Reifen verloren. Oh, das war nur das Auto. Dankeschön. Ich weiß, dass ich gut aussehe. Bin ja Trevor. So. Okay, in die Wohnung, in die Wohnung, in die Wohnung. Boah. Ihh. Name of all things holy. I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Did you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this'll do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Oh, it's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! And... there, perfect. Mm-hmm. Alright, so, based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here, which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Tja, ich möchte ja, ich werde auch auf jeden Fall die Frachtermethode wählen, weil das hier habe ich schon mal gesehen, die Hochseemethode, aber die Frachtermethode habe ich noch nicht gesehen und das könnte recht interessant werden. Nehmen wir die Frachtermethode. It's gotta be the container, right? Yeah. You and Floyd can help. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it,
all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Alter. Missionszahl, Kontrollpunkt, na gut, okay. Angestellter des Monats, perfekte Überwachung. Hätte man den Kontrollpunkt nicht gebraucht, ja, dann, ne, und so weiter. Egal. Alter, die Wohnung sieht aus. Ist überall scheiße. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Okay, wir haben die Methode mit dem Frachter gewählt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da planen wir weiterhin den Raubüberfall. Auf was immer das auch sein wird. Bis dahin.